So Leute, jetzt beginnt das richtige Spiel. Schön. Use E or Q. Wenn du stehst. Wenn du stehst. Ich stehe mal auf. Das Kind ist klug. Für 2 Jahre, das ist schon heftig. Das ist schon richtig klug. Er rafft zwar nicht, dass er vorhin den rosa Elefanten suchen muss, aber er rafft gleich, dass er mal einen Stuhl braucht, um da hochzukommen. Das hätte ich nicht versucht erstmal. Ne? Nein, ich hätte erstmal so versucht. Also ich versuche mal gerade vorzustellen, ich bin ein Kind. Bist doch auch. Man wird niemals erwachsen. Ja, schön wär's. Da ist ein Ball. Balli. Balli, der Ball. Teddy? Teddy kommt irgendwo, aber nicht da. Ich guck nur, ob ich da irgendwie vorwärts komme. Weil ansonsten gehe ich durch die Tür durch, die ich eigentlich nicht betreten will. Welche, die da? Ja, genau die. Bleib doch einfach mal im Licht. Ich weiß nicht. Kannst du nicht unendlich laufen? Nein. Ich weiß nicht. Oh, Waschküche, die ist immer gruselig für ein Kind. Oder hochinteressant, je nachdem wie man es will. Geschlossen. Ist da der Daddy drin? Hört sich so an. Ich darf nicht spoilern, ihr habt mir so verboten. Was denn? Nicht hoch? Nee, da komme ich nicht hoch. Ist der Daddy drin? Na? Ist da vielleicht was im Schrank drin? Nee. Bügeleisen geht nicht. Wir können es ja so machen. Indiane. Ihr wollt ja, dass ihr euch abwechselt, ne? Aber wenn es wirklich zu extrem wird, wenn ihr nicht weiterkommt, dann greife ich ein. Okay. Wird er schon hinkriegen. Und er hat nicht. Genau deswegen sage ich ja, wenn es nicht geht, greife ich ein. Tu das. Steh doch mal. Und such dann nochmal hochzukommen. Aber. Ich stehe schon. Ja, ja, du stehst, definitiv. Und von der anderen Seite? Kannst du mal mit dem Hexenbesen versuchen, damit die Waschmaschine draufkloppen. Warte mal, einfach kann ich nicht greifen. Nein. Kann ich nicht greifen. Du kannst davon ausgehen, dass wenn ich so einen dummen Vorschlag mache, dass das nicht funktioniert. Ja. Ha, wunderbar. Sticker ziehen, ganz einfach. Ganz easy. Ja, oh. Zu schlau für ein Kind, ja? In 2 Jahren. Thank you. Something's not right. We need to find your mother. Ist der entführt oder was? Oh, wunderbar. Wie praktisch, dass sich die Tür von alleine öffnet. Ich bin auch fix mit Krabben. Ja, das sind tatsächlich Treppen. Was hast du gedacht? Hä? Was hast du gedacht? Ja, es hätte ja sein können, dass es ein bisschen abgestuft ist. Gerade nur so von oben, wie eine Treppe aussieht. Hat's alles schon gegeben? Was zur Hölle ist von oben wie eine Treppe aus? Ist aber keine Treppe. Ein schräger Gang mit lauter Streife drauf. Wieso sollte man einen schrägen Gang ins Haus bauen? Ich war schon mal dran. Schon vorgekommen. Warum lässt man ein 2-jähriges Kind nachts alleine? Das ist eine berechtigte Frage. Verstehe. Ich glaube, der Gerhard erschreckt sich hier gerade die ganze Zeit. Nimm mal auf ihn mit. Oh, da kommen wir. Komm, wir schmeißen. Blums. Was? Das ist eine Gasflasche? Ne, eine Milchflasche. Babyflasche. Nuckelflasche. Hallo, Nuckelflasche. Kann man die zerplatzen? Die zerplatzt nicht. Nein, die ist aus hartblastig. Hartblastig. Okay, das war jetzt ein nettes Wie er so eiskalt da sitzt.
damit kann man rechnen, dass was passiert in so einem Raum. Mhm. Das ist ein Stuhl. Suchen. Allgemein muss man damit rechnen, dass in einem Horrorspiel Jumpscares kommen. Mhm. Ja. Ansonsten wäre es, glaube ich, kein Horrorspiel. Mach den Stuhl. Versuch es so schnell wie möglich durchzuspielen. Weil? Ja, ich muss morgen früh raus. Ja. Pech. Ja, Pech. Ich kann ausschlafen. Die schlaue Kerle. Nicht mal einen Feiertag hat man. Wir wissen, dass wir schlau sind. Morgen hat kein Mensch einen Feiertag. Stiefel. Wo wir samstags arbeiten müssen, müssen sowieso arbeiten. Ach so, morgen. Stimmt, ja. Und wer samstags nicht arbeitet, hat morgen auch eh frei. Kann ich das abreißen? Wow. Mami! Wenn wir das nicht selber gemalt haben, dann würde ich mich wundern, wer es sonst gemacht hat. Ich? Ich kann nämlich auch nicht gerade Bilder zeichnen. Ist das unser Herzschlag? Ich glaube, du hast dich gerade erschrocken. Wo? Beim Blitz? Ja. Nein. Lass mich mal schrecken, wie es kommt. Mach mal deinen Teddy aus, hier ist so dunkel. Weißt du, er ist intelligent, er weiß, dass der Teddy Licht gibt. Der Gärtel vergisst sowas. An sich ist... Ja, ja, ja. Ja, ja! Ich laufe schön im... Ich laufe gerne im Dunkeln rum. Ups. Wir können ja mal ganz klassisch an einem Abend nur Horrorspiele spielen und danach machen wir einen dreistündigen Spaziergang durch den Wald. Welcher Wald? Den einfach ist. Den größten Wald, den wir finden. Ich glaube, das ist. Jonas Wald? Nein, den eben nicht. Mir war so klar, dass das jetzt kommt. Nein? Komm da nicht hoch. Doch, wenn ich hier oben zumache, einfach drauf. Ja, dann kann ich drauf. Aber. Vorhin bist du auch auf die obere gestiegen. Das ist schon geschafft. Ja. Eben. Das sitzt das war doch nicht höher wie beide Schubladen zusammen, oder? Ich weiß nicht. Ich hab vorhin erst nur zwei geschafft, nicht drei. Jetzt mal einfach. Ich bezweifle zwar, dass das was bringt, aber. Kannst du mal kurz. Ich komm dann hoch. Doch. Nee, weiß nicht. Okay. Mein Hut? Warum magst du aufsetzen? Nein, ich hab schon meinen Hut. Da ist schon einer. Mann, ich will auch einen. Kommt hier ein. Aber das reicht nicht. Alter. Das reicht nicht. Ich kann mir aber da keinen Turm bauen, oder? Dann solltest du vielleicht wieder runterkommen vom Schrank. Vielleicht wäre es mal hilfreich, eine zweite Schublade weiter zu öffnen. Und dann mal gucken, ob man in die Tür rein. Ich bin gerade dabei. Na? Ich hab doch keine Schublade mehr, die geht auf. Aber da ist kein. Geht die unten weiter auf? Die geht nicht mehr weiter auf. Ne? Geht auch nicht mehr. Wie? Was man natürlich versuchen könnte, wäre zu versuchen, einen Turm zu bauen. So unlogisch es klingen mag. Das hat wirklich mal funktioniert. Boah, ich weiß nicht, ob es an der Stelle war. Was war, ist denn da drin? Leichenteile? Was ist das? Das hat, ja, das hat sich echt so angehört, gell? Also, Elvis ist garantiert drin, aber. Ups. Da sind Glasflaschen drin. So. Ich nehme mal einfach alles mit, was man da oben findet. Keine Ahnung, was das alles ist. Tabakbehälter. Farbtöpfe. Die keinen Geräusch machen. Allein das wird mir schon große Angst machen. Blums. Die machen kein Geräusch. Im Kindergarten. Hops. Und jetzt versuche ich es einfach mal. Also auf dem Hut steht. Warte. Stick da. Kann da jetzt was liegen bleiben? Jetzt bleibt tatsächlich da was liegen. Dann gerade nochmal. Hopp. Man merkt, dass er Penumbra und Amnesia gespielt hat. Kommt hin. Aber ich. Ich komm nicht hoch. Abgeschlossen? Ja, abgeschlossen ist sie, aber ich komme auch nicht hoch. Ja, wenn sie abgeschlossen ist, kriegst du nicht auf. Ja. Das war jetzt mal eine sehr intelligente Aussage ja. Von dir. Wenn sie abgeschlossen ist, kann ich sie aufmachen, wenn ich hochgehe. Hast du einen Schlüssel? Ich kann keine Schlüssel benutzen. Genau. Und zumindest nicht im zweiten Lebensjahr. Kommt drauf an, wie du dein Kind erziehst. Dein Bild. Aber nehmen kann ich nicht.
Das ist ein Stiefel. Ups. Ist ja auch blöd. Oh, ich glaube an der Stelle war das so, was ich nicht gebaut hat. Ist der Schuster vom Beruf? Irgendwie? Wer? Yeah. Der Vater oder die Mutter? Ja, der wohnt hier nicht mehr. Ja, ja, der wohnt hier hinten. Und wer hat bekanntlich viele Schuhe, richtig? Die Frau. Nein, der Schuster. Also anscheinend komme ich da ran, aber... Hm. Ich glaube an der Stelle hat sich wirklich mein Kollege einen Turm gebaut. Ja, fuck, was ist da gehen? Hallo? Natürlich gedrückt. Okay, also es kann anscheinend so nicht funktionieren. Dann geht er auch hin, dort, wo das Zeug hin ist. Ja. Krabbel, krabbel da rein. Da kommst du ja unter den Tüttel gekrabbelt. Das ducken? Ducken. Ducken. Das sah gerade irgendwie so aus, als wäre das Zeug also in deiner ducken. Tasche gefressen worden. Blips. Nee, ich glaube Blitzschnur. Mag auch vom Erdboden verschluckt sein. Eieiei. Ich geh grad nochmal hoch. Hallo. Hey. Hey. Eieiei. Oben ist noch offen, deswegen. Oh ne. Doch, ganz oben ist offen. Ist doch offen. Ganz oben. Ah. Aha. Hier mit dem Leuchter. Ich glaube, wir haben einen Jumpscare verpasst. Jumpscare? Ja, in der Küche war noch irgendwie. Wie kann man? Ja, in der Küche. Geh mal in die Küche zurück. Ich glaube, in der Küche kommt noch ein Jumpscare und noch eine kleine Szene, wo kein Jumpscare an sich ist, sondern ich nenne es mal eine Atmos-Szene. Atmos-Szene. Sind wir hier im Büro? Weißt du, was ich meine mit Atmosphäre, ne? Ja, ja. Ganz klassisch in der Serie, wie die Herrin. Tada! Ja, von mir. Tada! Gerhard spielt. Stuhl. Stuhl. Ein Stuhl. Das war doch klar. Alter, ich hab Probleme, so einen scheiß Stuhl von einem zu meinem anderen zu kriegen. Da wird so ein zweijähriges Kind gerade hin. Ja, natürlich. Also wenn ja, würde ich mir mal Sorgen machen. Was meinst du? Zurück in die Küche! Koch dir was! Gell? Keiner geht nachts runter, ohne erstmal vernünftig zu frühstücken. Also ich zumindest. Ich gehe nie nachts runter, ohne was zu essen. Okay. Aus welchem Grund sollte man nachts in die Küche sonst gehen? Um zu trinken. Ach. Wird überbewertet, gell? Speichern. Also anscheinend speichert der Bezirke ab. Kann das sein? Das weiß ich nicht. Ich meine, aber der speichert nur ab zwischen bestimmten Sequenzen. Also wenn in der nächsten Sequenz praktisch ein Gegner auftaucht oder wenn ein Jumpscare kommt oder Level abgeschlossen. Ja. Es gibt ja verschiedene Level in dem Spiel. Hast du schon gestartet, der Timer? Naja. Wie lange noch? 45 Sekunden. Wow! Da ist hier der Kühlschrank. Da war ich vorhin nicht. Vom Tisch ist was runtergefallen, vielleicht ist auf dem Tisch was Fieses. Können Sie mal meinen. Mal aufstehen? So. Also ganz ehrlich, dass ich bloß 8 Frames hab, dafür läuft das eigentlich recht gut. Bei Horrorspielen geht es. Finde ich irgendwie komisch. Weil ich das ganz klein das Problem habe. Da auf dem Tisch ist nichts. Das ist ein Teller. Ein normaler Herd. Ofen. Schrank. In der Demo war dann Jumpscare. Jetzt ist die Zeit um. Jetzt ist die Zeit um. Machst du? Bist du oder soll der Gettel noch holen? Ich probier's mal. Probier's. Jetzt kommt der Profi, der zeigt jetzt nur, wie man richtig zockt hier. Um mir die Maske zu bauen. Ja, da muss ich ja ein bisschen kommentieren, weißt du? Einen Witz erzählen. Komm, laufe ich gerade oder krabbel ich? Ich laufe. Muss man mit der Steuerung klarkommen. Stuhl verschieben.
Oder so. Der hört dich an wie eine Schlange. Ich meine, aber in der Demo war da ein Jumpscare in der Küche. Ich hab die Demo gedacht, die Demo gespielt. Nein! Wie sagst du, ich kenn nichts aus dem Spiel. Ich glaube, in der Küche ist nichts. Ich bin gar nichts, weiß ich. Was haben wir denn hier für eine Tür? Das ist die Haustür. Ach, wir sind jetzt hier, ne? Da regnet sogar durch.